Ein halbes Jahr ist seit meinem letzten Besuch in der kleinen Mietshaussiedlung in Iserlohn vergangen. Etwa 100 Wohnungen gibt es hier. In einer davon lebt Beate Lassmann. Die 58-Jährige hat schon die letzten Briefe des Vermieters Vonovia rausgesucht. Was alle Mieter hier ärgert, ist die letzte Nebenkostenabrechnung. 200 bis 250 Euro sollen die Bewohner für das Jahr 2017 im Schnitt nachzahlen. Dabei gäbe es bei einigen Posten ungeklärte Fragen. Was Beate Lassmann und die anderen richtig zur Weißglut bringt, ist der Winterdienst. Knapp 14.000 Euro sollen sie dafür bezahlen. Doch den Schnee würden sie selbst räumen, sagt Beate Lassmann. Sie habe dafür sogar einen extra Plan gemacht. Es war keiner da. Wofür mache ich das? Und ich bekomme da kein Geld für. Es war keiner definitiv da. Vonovia schreibt dazu, wir rechnen nur Leistungen ab, die auch erbracht wurden. Das Unternehmen schickt Einsatzprotokolle mit. Darin ist aufgelistet, wann angeblich Schnee geräumt oder gestreut wurde. In diesem Punkt steht erst einmal Aussage gegen Aussage. Deshalb will ich später die Vonovia-Einsatzprotokolle zum Winterdienst mit den tatsächlichen Wetterdaten von damals vergleichen. Hat es wirklich immer Schnee und Frost gegeben, wenn Vonovia den geräumt haben will? Inzwischen habe ich mir die Einsatzprotokolle zum Winterdienst in der Siedlung in Iserlohn genauer angeschaut. Auf dieser Internetseite sind sämtliche Wetterdaten aus der Vergangenheit gespeichert. Laut Vonovia wurde am 31.12.2017 gegen 7 Uhr rund um die Häuser gestreut. Die Wetterdaten von diesem Tag liefern nicht unbedingt eine Begründung dafür. 10 Grad, 11 Grad an diesem Morgen, fast schon frühlingshaft. Warum da der Winterdienst kommen muss, versteht kein Mensch. Die Mieter sagen ja, sie hätten 2017 nie einen Winterdienst gesehen. Ungereimtheiten bei den Protokollen finde ich an mindestens 2 weiteren Tagen. Ich bitte Vonovia um eine Stellungnahme. Das Unternehmen schreibt mir dazu, über den Winterdienst würde der Dienstleister entscheiden. Trotzdem wolle man hier eine Einigung mit den Mietern erzielen. Tatsächlich schreibt ihnen Vonovia ein paar Tage nach meiner Anfrage. Die Kostenposition Winterdienst wurde aus Kulanz und ohne Anerkennung einer Rechtspflicht um 10 Durchgänge reduziert. Macht für alle Mieter eine Ersparnis von immerhin 2.310 Euro. Doch was können andere bei fragwürdigen Nebenkostenabrechnungen tun? Erst einmal alles genau prüfen. Wenn widersprochen wird, dann immer konkret gegen einzelne Posten. Was kaum jemand weiß, als Mieter darf man generell Belege wie Rechnungen, aber auch Verträge mit Dienstleistern einsehen. Und wenn Sie eine Nachzahlung leisten, dann immer erst einmal unter Vorbehalt. Sonst gibt's später fast nur vor Gericht Chancen, Geld zurückzubekommen. Beate Lassmann und die anderen Mieter in Iserlohn freuen sich jetzt erst einmal, dass sie einen Teil des Winterdienstes nicht bezahlen müssen. Und sie wollen auch zu den anderen Posten noch Belege anfordern. Ein Jahr schon dauert der Streit mit Vonovia, den auch ich weiter im Auge behalten werde. Angefallene und zulässige Nebenkosten wollen die Mieter natürlich zahlen. Aber gegen Ungerechtigkeiten wollen sie sich in der kleinen Siedlung in Iserlohn auch weiter wehren.